die göttliche Mutter Lakshmi, die Göttin des Reichtums. Dhana Lakshmi ist das Göttliche als die höchste Mutter des höchsten Reichtums. Lakshmi ist Fülle, endloser Vorrat. Dhana Lakshmi ist die Göttin des Korns, aller Arten von Nahrung. Vijaya Lakshmi ist die Göttin des Sieges, die höchste Siegesgöttin. Sieg jeglicher Art, Meisterschaft jedweder Art ist die Gabe des Göttlichen, die Gabe von Vijaya Lakshmi. Die göttliche Mutter ist Vidya Lakshmi. Vidya ist Erkenntnis. Vidya Lakshmi ist die Göttin der Erkenntnis. Wenn diejenigen, die hart arbeiten, die voller Tugenden sind, durch ihre Arbeit, Güte, Schönheit, Kraft, durch ihre Intelligenz, durch ihre göttliche Natur, durch ihre Friedfertigkeit anderen Freude bereiten, so ist das dem Segen der Lakshmi zu verdanken. Alles, was aufbauend, positiv, erleuchtend ist, alles, was der göttlichen Wesensnatur entspricht und diese verstärkt, ist von Lakshmi. Lakshmi bedeutet das Königreich Gottes, Reichtum und Erfüllung jeglicher Art. Lakshmi ist auch Moksha Lakshmi. Moksha Lakshmi ist jegliche Art von Reichtum, der dich frei macht. Der Reichtum der Welt bindet dich. Lakshmi ist unendlich viel mehr als das. Es geht um spirituellen Wohlstand. Lakshmi ist die Seele der Seele. Sie ist unendliche Wahrheit. Sie ist Christus. Sie ist nie endender Reichtum, das Königreich Gottes. Und Moksha Lakshmi ist der Reichtum, welcher befreit, der erleuchtet, der hier und jetzt die Einheit mit der unendlichen Vollkommenheit schenkt. Lakshmi ist die Macht Gottes namens Chamunda, die uns von der dunklen Kraft in uns befreit, die uns vom menschlichen Gemüt losbindet. Wenn wir den Körper ablegen, bedeutet dies noch lange keine Freiheit. Wir werden in einem anderen Körper wiedergeboren, leben ein weiteres Leben mit denselben Grundzügen und denselben Problemen. Das ist keine Freiheit. Der Tod erzeugt keine Freiheit. Man besitzt nur Freiheit, wenn man frei vom Gemüt ist, frei von jeglicher Art von Unreinheit. Wir verlangen nach einem Schatz, der uns eine solche Freiheit beschert. Moksha Lakshmi ist der Schatz der wahren, der unendlichen Liebe, der wahren, der unendlichen Weisheit, ist die wahre Unterscheidungskraft, die wahre Vernunft. Selbst wenn wir in einem Körper gefangen sind, vermögen wir uns grenzenloser Freiheit zu erfreuen. Weshalb? Es gründet darin, dass der Geist in uns nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde. Wenn die Gnade Gottes uns erleuchtet, erfährt das Göttliche in uns sich selbst und wird zur Allgegenwart, auch wenn es innerhalb dieses kleinen Gefängnisses eines Körpers wohnt. Auch deine Intelligenz wohnt in deinem Körper. Doch ist deine Intelligenz größer als der Körper. Sie ist mehr als der physische Körper. Du vermagst deine Augen zu schließen und in Gedanken in der gesamten Welt zu sein. Gedanken kennen keine Grenzen. Das gilt vielmehr noch für die innere Seele. Sie ist subtiler als der Raum. Auch wenn sie im Körper ihren Sitz hat, so ist sie doch überall, so wie der Raum. Vira Lakshmi bedeutet die ewige Gegenwart Gottes, absolute Furchtlosigkeit. Wenn eine dunkle Macht oder dunkle Persönlichkeit die göttliche Mutter anzugreifen versucht, so ist das unmöglich. Warum? Kann man den Raum attackieren? Unendlich viel subtiler als Raum ist die göttliche Mutter, das unendliche Bewusstsein, die absolute Wahrheit. Dieses unendliche Bewusstsein, welches subtiler als der Raum ist, besiegt alles. Das ist Vira Lakshmi. Der Gottliebende wird eins mit dieser unendlichen Unabhängigkeit und absoluten Furchtlosigkeit, die weder Sorgen noch Probleme kennt.
Der Gottliebende stirbt nicht. Er ist von dieser Tatsache überzeugt, weil er seine eigene Unsterblichkeit erfahren hat. Er erkennt und erfährt sich selbst als ungeborene und ewige Freude Gottes und ist der wahre Held. Sein Leben lang hat er hart gearbeitet. Er hat die Ergebnisse seiner Arbeit in die Hände des Göttlichen gelegt. Und so liegt es in der Verantwortung des Göttlichen, jetzt, später und unter allen Umständen für ihn zu sorgen. Das Ich in dir wird von einem Unfall, einer Erfahrung, einer Erinnerung nicht gefangen genommen. All das kann das Ich-Bewusstsein nicht berühren. Das Ich steht darüber und unterscheidet sich von allem, was in dir existiert. Das wahre Ich ist etwas Höheres als alles, was in deinem Unbewussten und Unterbewusstsein, in deinem Körper, Gemüt, Herzen und in der Welt existiert. Es ist völlig unabhängig. Es ist das alles beobachtende Prinzip. In diesem Ich-Bewusstsein befindet sich Vira Lakshmi. Nichts ist wirklicher als dieses Ich-Bewusstsein in dir. Es ist die Basis aller Erfahrungen. Du wirst geboren und stirbst und wirst wiedergeboren und stirbst. Der Zeuge jedoch dieser Kette von Geburten und Toden ist dieses Ich. Dieses Ich-Bewusstsein bleibt von all dem unberührt, von allen Erinnerungen und Erfahrungen. Sharanye Triambake Gauri, ich nehme Zuflucht in dir, o göttliche Mutter, unendliche Erkenntnis. Triambake, mit den drei Augen. Jedes menschliche Wesen hat zwei Augen und lebt deshalb in Begrenzungen und sieht weder Vergangenheit noch Zukunft. Es sieht nicht alles und jeden gleichzeitig. Die göttliche Mutter sieht alles gleichzeitig. Sie besitzt ein drittes Auge, das göttliche Auge. Das allwunderbare Auge, das überall und ewig wirkt, beobachtet ständig alle Dinge in Ewigkeit. Ich nehme Zuflucht zu dieser göttlichen Mutter mit den drei Augen. Spirituelle Dinge muss man spirituell verstehen. Es sind Aussagen im Hinblick auf innere Erfahrungen. Ohne eine derartige innere Erfahrung lässt sich der Schlüssel für das Verständnis der Heiligen Schriften nicht auffinden. Das Göttliche wird angerufen, auf das es seiner wundervollen Schönheit wegen verehrt, gepriesen, bewundert werden möge. Die Bedeutung des Verses Shriyam Devim Upavaye im Sri Shuktam lautet: Shriyam ist unendlicher Reichtum, unendliche Schönheit, unendliches Licht. Upa bedeutet nahe. Aus diesem Upa leitet sich das Wort Upanishad her. Die Upanishaden sind die höchsten spirituellen Offenbarungen, die vom Guru an den Schüler weitergegeben werden. Upa ist nahe. Upavaye, komm her, komm zu mir, sei bei mir. Rufe deswegen das Göttliche an, dann hast du jemanden zum Anbeten. Unendliche Schönheit ist Devi, unendliches Leben ist Devi, sie ist voller Licht. Ich nehme Zuflucht in der göttlichen Mutter, die der Lotus unendlicher Vollkommenheit ist. Lakshmi ist das Gegenteil von Lakshmi und muss verschwinden. Sobald die Sonne aufgeht, löst sich das Dunkel der Nacht auf. Es muss sich auflösen. Sobald Lakshmi in Erscheinung tritt, muss Lakshmi sich auflösen. Lakshmi ist allgegenwärtig. Du musst Lakshmi bitten, zu kommen und in deinem Herzen zu wohnen, in deinen Augen, in deinem Haus, um dort zu leben. Lass das Göttliche dein Gast sein. Lade das Göttliche in dein Haus ein und mache dein Haus und dein Herz zum Tempel des Göttlichen. Das Geheimnis befindet sich stets in den Händen jener, welche die Wahrheit erkennen. Sie sind die spirituellen Lehrer, Acharyas, Gurus. Es existieren nur wenige derartiger Menschen mit Gottes Erfahrung. Der Lotus repräsentiert in diesen Versen die unendliche, die göttliche Vollkommenheit. Der Gottliebende spricht zur göttlichen Mutter. Du bekleidest deinen Sitz in der unendlichen Vollkommenheit und bist selbst unendliche Vollkommenheit. Bitte,
komme zu mir, ich bin unvollkommen. Man muss das Göttliche mit einem reinen Herzen lieben, ein Kind des Göttlichen werden. Das Göttliche muss unsere Mutter werden, denn nur eine Mutter wird ihre Geheimnisse ihrem Kind anvertrauen. Die meisten der großen Heiligen, Weisen und Propheten verfügten über keine Schulbildung. Sie empfingen ihre Erziehung und Bildung direkt vom Göttlichen. Deshalb besitzen sie endloses Wissen. Von hier aus gelangt der Gottliebende zum nächsten Schritt und wird nicht mehr sagen, komm her, komm näher zu mir, sondern wird das Göttliche bitten, lebe in meinem Herzen. Noch einen weiteren Schritt wird er tun und zum Göttlichen sprechen. Du besitzt keinen Ort, an dem du zu wohnen vermagst, außer in meinem Herzen. Mein Herz ist der Lotus, in dem du deinen Sitz hast. Du kannst ihn nicht verlassen. Du bist und bleibst in mir. Nachdem der Gottliebende diese Stufe erlangt hat, wird er den letzten Schritt vollziehen. Er liebt das Göttliche dermaßen, dass es sein kleines, separates Wesen vollständig im Göttlichen verliert. Dann wird er sagen, du bist ich und ich bin du. Nicht länger gibt es dann zwei Personen, sondern nur eine bleibt übrig, und das bist du allein, und dieses Du bin ich. Es existiert nur eine Wirklichkeit, du als ich und ich als du. Innen und außen ist alles du und ich. Ich und du, wir sind eine Wahrheit, ein Herz, ein Leben, eine Macht, eine Reinheit, eine Musik, eine Schönheit, eine Vollkommenheit. Mahalakshmi als Parabrahma Swarupini. Was ist Parabrahman? Es ist Unendlichkeit, Ewigkeit, das Absolute, Namenlose, Formlose, Allvollkommene, Fülle, alle spirituellen und göttlichen Kräfte und Eigenschaften, die du dir nur denken kannst. Mahalakshmi ist das ewige Unsichtbare. Obwohl unsichtbar, ist sie sichtbar in allen Dingen, die mittels Sinnesorganen im Universum wahrnehmbar sind, weil sie in allem und jedem verkörpert ist, im Leben des Lebens, in der Seele der Seele. Dennoch ist sie transzendental, die absolute Vollkommenheit und jenseits von allem. Die Unendlichkeit und Ewigkeit, das absolute Licht und Bewusstsein, die absolute Schönheit ist Mahalakshmi, Parabrahma Swarupini. Die Form der göttlichen Mutter ist unbeschreibliche Schönheit, Unendlichkeit. Der gesamte Raum ist erfüllt von dieser Schönheit. Und doch ist diese unbegrenzte Schönheit des Raumes nichts weiter als ein kleiner Teppich über der unermesslichen, unendlichen Schönheit der göttlichen Mutter. Parabrahman ist unser eigenes Selbst. Mahalakshmi ist unser eigenes Selbst, das uns als das Leben unseres Lebens, die Intelligenz der Intelligenz, die Seele unserer Seele innewohnt. Sie ist unser eigenes Selbst. Parabrahman und Paramatma sind ein und dasselbe. Paramatma Swarupini kann als Mahalakshmi bezeichnet werden. Die göttliche Mutter Saraswati, die Göttin der Weisheit. Saraswati ist die personifizierte Weisheit. Sie verkörpert alle Erkenntnis, einschließlich der Künste und Wissenschaften. Wenn sie angerufen wird, wird sich ihre Gegenwart manifestieren. Sie steht neben der verehrenden Person, erleuchtet das Gemüt und die Seele des Gottliebenden und erfüllt beide mit göttlicher Erkenntnis. Die göttliche Mutter Saraswati ist ein Fluss endloser Erkenntnis, ein Wissensstrom ohne Anfang und Ende. Sie ist die Erkenntnis der unendlichen Wirklichkeiten, das verborgene Wissen aller Universen, die kosmische Erkenntnis und, jenseits dessen, die transzendentale Erkenntnis. Die göttliche Mutter Kanya Kumari. Die göttliche Mutter ist unabhängig von allen Dingen. Absolute Unabhängigkeit, absolute Reinheit ist sie.
Sie benötigt auch keinen Körper, obwohl sie Millionen von Körpern anzunehmen vermag, in diesen erscheinen und in ihnen etwas von ihrer Vollkommenheit, Reinheit, Liebe und Schönheit aufzuzeigen vermag. All die Schöpfungen im Kosmos und im Universum sind nichts als eine Erscheinung. In ihrer Vollkommenheit bedarf sie derer nicht. Ihre Gegenwart vermag sie niemals zu berühren oder ihre absolute Vollkommenheit zu schmälern. Nimm Gott selbst. Gott ist ohne Gemahlen. Warum? Weil Gott wie die göttliche Mutter absolute Vollkommenheit, absolute Reinheit ist und niemanden braucht. Sobald wir eins werden mit dem Herzen und der Seele der göttlichen Mutter, sind wir von Sünde befreit, nicht anders, als es im Tiefschlafzustand geschieht. Im Schlafzustand ist man selber Freude, selber Friede, selber Vollkommenheit, selber Unabhängigkeit, selber Freiheit. In ihm ist man von nichts und niemandem abhängig. Ein derartiger Zustand ist die göttliche Mutter. Solch ein Zustand wird von der gottliebenden und gottsuchenden Person angestrebt. Die gottliebende Person wird eins mit dem göttlichen Bewusstsein aller Orten, innen und außen, oben und unten, als grenzenloses Licht, allsehend, allwissend, allliebend. Er wird eins mit diesem, in derselben Art wie ein Schlafender eins wird, mit der Seele der unendlichen Stille, des unendlichen Friedens. Gott ist einer, der allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist. Doch die göttliche Mutter ist mehr als Allwissenheit, mehr als Allmacht, mehr als Allgegenwart. Sie ist das transzendentale Bewusstsein, jenseits, jenseits, jenseits. Dieses jenseitige transzendentale Bewusstsein befindet sich in jedem und somit wohnt auch Gott in jedem. Wenn dieses transzendentale Bewusstsein zum allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenden Wesen wird, ist es Gott, die göttliche Mutter Kali. Der Aspekt der göttlichen Macht, die im gesamten Kosmos die üblen und bösen Kräfte kontrolliert, wird Kali genannt. Unter diesem Aspekt ist die göttliche Mutter die höchste Herrscherin über die Zeit. Im Sanskrit steht Kali für die Zeit, Kala, und deshalb wird der souveräne Herrscher über die Zeit Kali genannt. Und wer steht jenseits der Zeit? Es ist Gott allein. Wo immer Zeit existiert, gibt es auch Raum. Innerhalb des Raumes existieren Gegensätze. Dort herrscht Dualität. Es gibt Verschiedenheit, was zu Elend, Schwäche und Unglück führt. Die unendliche ewige Wahrheit kann niemals innerhalb von Zeit und Raum gefunden werden. Wie lässt sich das durch die Zeit verursachte Elend überwinden? Es vermag einzig durch die Hand des Zeitlosen beseitigt zu werden. Wenn die zeitlose Macht Gottes in die Zeitlichkeit herabsteigt, um Ordnung zu schaffen, wird sie Kali genannt. In Indien hat Kali einen der größten Dichter und Heiligen der Welt hervorgebracht. Kalidasa. Kalidasa erlangte diesen Namen, weil er von Kali gesegnet worden war. Ursprünglich war er ein einfacher Bauer und so töricht, dass er den Ast absägte, auf dem er saß, ohne zu erkennen, dass er mitsamt dem Ast herabstürzen würde. Durch die Gnade der Kali wurde aus diesem närrischen Bauern der unsterbliche Dichter, dessen Name Kalidasa so viel bedeutet wie Diener der Kali. Die göttliche Mutter Gauri. Die göttliche Mutter ist ewig jung. Sie ist Gauri, die ewig junge Göttin. Es ist ein Paradox, dass die älteste Wirklichkeit, die Mutter aller Götter und Göttinnen, die Mutter aller Universen, älter als alles, was je erschaffen worden ist, älter als alles Vorstellbare, ewig jung ist. Das ist ein Paradox. Und dieses Paradox ist die Wahrheit. Die göttliche Mutter ist Bhagya, Maida und Durga. In der Intelligenz der unendlichen Wirklichkeit
sind alle Fähigkeiten in unendlicher Fülle und Vollkommenheit enthalten. Es ist eine Intelligenz mit Erinnerungskraft, welche das Wissen um alle Universen, das Schicksal eines jeden Menschen und eines jeden lebenden Wesens gespeichert hat. Es ist eine unendliche Intelligenz, welche gleichzeitig hier und jetzt als eine lebende Persönlichkeit zugegen ist. Sie ist allwissend, sie beobachtet alles, liebt alle und beschützt alle. Sie ist Bhagya, wahres, wirkliches Glück, absolutes Glück, ewiges Glück. Sie ist Medha, die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis, die Quelle allen Bewusstseins, aller Kunst und Wissenschaft. Sie ist Durga, die eine, die nicht leicht erreichbar ist. Doch macht sie den Pfad, sie zu erreichen, leichter begehbar für jene, die sie lieben. Das Leiden, die Unvollkommenheit, die Unwissenheit und Dunkelheit der menschlichen Existenzweise kann einzig durch die Gnade der göttlichen Mutter überwunden werden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Kundalini, Shakti und Samadhi. Kundalini ist unendlich viel mehr, als wir darüber in den Büchern Indiens und des Westens lesen können. Kundalini ist auch viel mehr, als man von Meistern, denen man in Indien begegnet, zu hören vermag. Die meisten Beschreibungen von Kundalini in Büchern sind abstrakt, zuweilen irreführend und von Personen verfasst, die praktisch nichts von Kundalini Shakti verstehen. Dasselbe gilt auch für Samadhi. Wir wollen zunächst einmal festhalten, dass es sich bei Kundalini um eine spirituelle Kraft oder ein spirituelles Bewusstsein handelt, welches endlose Kräfte, alle Kräfte, in sich birgt. Die großen Dichter, Philosophen oder Wissenschaftler haben einen kleinen Anteil dieser Kraft in sich erweckt, vielleicht ein Tausendstel der Kundalini-Kräfte. Kundalini-Shakti ist eine rein spirituelle Kraft, die sich durch Erleuchtung und in Form von übernatürlichen Kräften zum Ausdruck bringt. Sie ist keine Nervenenergie. Sie ist nicht die feinstoffliche Kraft Prana, die durch Pranayama und Hatha-Yoga-Übungen generiert wird. Kundalini-Shakti ist die Energie und die Dynamik des göttlichen Bewusstseins. Sobald diese Kraft in jemandem aufsteigt, erfreut sich die betreffende Person eines Friedens, der von keinem gestört werden kann, sowie einer Stärke, die unerschöpflich ist. Weitere Eigenschaften sind absolute Furchtlosigkeit, selbst angesichts des Todes. Außerdem direkte Erkenntnis und eine Seligkeit, die von Sinnen unabhängig ist, vom menschlichen Denken, von der Welt mit all ihren Objekten. Auf niedrigster Ebene bringt sich Kundalini durch ungewöhnliche moralische Vorzüge, ein unabhängiges spirituelles Verständnis und spirituelle Erfahrung zum Ausdruck. Wirklicher Samadhi drückt sich darin aus, dass er unser Bewusstsein fest im Göttlichen verwurzelt sein lässt. Das heißt, wenn unser menschliches Bewusstsein mit dem unendlichen Gottesbewusstsein verschmilzt. Wenn das innere Bewusstsein eines menschlichen Wesens ein absolutes Maß annimmt, unendlich in seiner Seligkeit, seinem Frieden und seiner Vollkommenheit wird, unendlich an Kraft, Leben, Existenz, Erkenntnis und Licht wird, dann kann man von dem betreffenden Menschen sagen, er habe Samadhi erlangt. Selbstverständlich gibt es allerlei Zustände von Samadhi. Doch ist es möglich, im Samadhi zu leben, auch während man in der Welt lebt und wirkt. Und auf dieses Ziel sollte man hinarbeiten. Hat man einmal dieses Ziel erreicht, dann befindet man sich ständig im Gottesbewusstsein, auch wenn man spazieren geht, wenn man mit anderen spricht oder arbeitet. Nach dem Tod, nachdem man den menschlichen Körper abgelegt hat, geht man in Nirvikalpa ein. Was ist Nirvikalpa Samadhi? Ein menschliches Wesen, das volles Gottesbewusstsein erlangt hat, wird immer noch Eindrücke von der Welt empfangen, von diesem Leben und der Art von Arbeit, die er verrichtet und von den Menschen, denen er begegnet. All dies fällt weg,
nachdem man den Körper aufgegeben hat. Wie aber gelangen wir zu diesem Samadhi? Innerlich im Gottesbewusstsein verwurzelt zu sein, ist das letzte Stadium der Evolution. Diese Stufe vermagst du nicht zu erreichen, wenn du nicht über ein reines Herz verfügst, wenn deine Natur nicht umgewandelt ist, wenn dein ganzes inneres Wesen nicht sublimiert und durchlichtet ist. Jede andere Einstellung gegenüber Samadhi ist Illusion. Die Bücher geben vor, man könne Samadhi schnell erreichen. Doch zeige mir eine Person, die das erlangt hat. Wie ich schon erwähnt habe, besitzt ein menschliches Wesen, dessen Kundalini erweckt worden ist und das in Samadhi lebt, absolute Furchtlosigkeit und einen Frieden, welcher durch nichts zu erschüttern ist. Sein Herz hegt grenzenlose Liebe für die Menschheit, für die gesamte Schöpfung. Meenakshi Pancharatnam. Eine Hymne auf die göttliche Mutter Meenakshi, die Hauptgottheit eines berühmten Tempels in Madurai. Sie sagt, Udyat Manu Sahasra Koti Sarasam, wie 10.000 Millionen aufgehende Sonnen. Man stelle sich einmal vor, wie strahlend und leuchtend es hergeht, wenn Millionen Sonnen plötzlich am Horizont aufgehen. So strahlend hell ist das Antlitz der göttlichen Mutter und ihre Gegenwart. Endlosen Reichtum vermag man einzig im Göttlichen zu finden. Der Reichtum, den du in der Schöpfung wahrnimmst, ist lediglich ein Schatten, eine Widerspiegelung, eine Illusion. Kein Kaiser war je glücklich mit all seinem Reichtum, mit Jammer, Problemen, Mord, Tragik, Tod und dergleichen. Om ist die Natur der göttlichen Mutter. Sie weilt im Om. Sie wohnt in den mystischen Silben. Das Mantra der göttlichen Mutter Chamunda. Sehen wir uns das Mantra Om Aim Rim Klim Chamundaya Vichhe Om genauer an. In diesen mystischen Silben, in diesen Laut- und Tonschwingungen steckt Intelligenz. Und in dieser Intelligenz ist das Göttliche präsent. Wiederholen wir dieses Mantra, so kommen wir mit den entsprechenden Qualitäten der unendlichen Wirklichkeit in Berührung. Chamunda ist eine göttliche Persönlichkeit, deren Aufgabe darin besteht, das menschliche Wesen von den Ketten des menschlichen Gemüts zu lösen. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ist in die Geschäfte seines Denkens verwickelt. Das menschliche Gemüt ist ein rastloses Ding. Auch noch im Schlafzustand ist es aktiv. Das Gemüt besteht aus Gedanken, Gefühlen, Neigungen, Instinkten, Intuitionen und viel mehr. Solange Gedanken und Gefühle dem menschlichen Wesen zusetzen, kann es nicht zur Ruhe kommen. Das menschliche Wesen ist von menschlicher Natur, weil es mit einem Gemüt ausgestattet ist. Das vernunftbegabte Menschenwesen erkennt sehr wohl, dass das Gemüt ein gefährliches Ding ist, das es mit sich herumschleppt. Ziel des gottliebenden Menschen ist es, das Gemüt zu kontrollieren und zu transformieren und einen Zustand jenseits des Gemüts zu erreichen. Solange man ein Gemüt besitzt, erblickt man auch Gott durch die Linse des Gemüts, was so viel bedeutet, dass man ihn nicht sieht. Man kann Gott niemals mittels des Gemüts erkennen, da Gott jenseits des menschlichen Denkens und Fühlens existiert. Das Gemüt ist letztlich eine zerstörerische Kraft im menschlichen Wesen. Es zerrüttet alles und ist erfüllt von negativen Kräften, Vorurteilen und Ängsten. Der Gemütszustand wird durch äußere Umstände und subjektive Zustände oder Gefühle beeinflusst. Und diese sind letztlich allesamt dunkle Kräfte, die den Zugang zu wahrem Frieden und zur Erkenntnis Gottes blockieren. Das menschliche Gemüt hat völlig zu verschwinden. Wenn das geschieht, stehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Im tiefen Schlafzustand existiert keinerlei Spur von Gemüt. Wir weilen in zeitloser Stille, von keinem Problem, keiner Angst heimgesucht.
Keine Wünsche, keine erfüllten noch unerfüllten Wünsche gibt es dort. Nichts außer zeitloser Stille herrscht vor. Reinheit ist die Abwesenheit von Trieben, Instinkten und der Jagd nach Vergnügen. All dies sind dunkle Kräfte, die Schmerz und Leiden verursachen, uns in die Irre führen. Es reicht nicht aus, das Gemüt schlafen zu lassen. Das ist noch nicht die Lösung, die zu seiner Überwindung beiträgt. Das geschieht ja auch im Tiefschlafzustand. Das Gemüt ist abwesend in ihm, es schläft. Nach dem Erwachen erscheint es wieder und nichts hat sich geändert. Der Frieden, den man genoss, wird zur Illusion. Es entspricht der Natur des Gemüts, von einem Objekt zum anderen zu wandern, von einem Gedanken zum nächsten, von einem Gefühl zum anderen. Das Gemüt wandert ständig umher und bringt alles aus dem Gleichgewicht. Es verfügt über keine ganzheitliche Erkenntnis, sondern nur über Teilerkenntnisse von Gegenständen. Es ist eine dunkle Kraft und muss völlig umgewandelt werden. Dafür reicht menschliche Kraft nicht aus. Mit unserem eigenen Willen vermögen wir das Gemüt nicht zu besiegen. Wir sind hilflos, wenn wir uns auf uns selbst verlassen müssen. Die göttliche Mutter Chamunda, die Kraft der unendlichen Wahrheit, deren Funktion es ist, uns zu helfen, das Gemüt zu überwinden, sie kommt zu unserer Rettung und lässt uns Herr werden über die innere wie über die äußere Natur. Sie führt uns zur Gegenwart des Göttlichen, indem sie uns befähigt, einen Standpunkt jenseits des Gemüts aufrecht zu erhalten. Von diesem Standpunkt aus, jenseits des Gemüts, können wir das Gemüt beobachten und es umwandeln. Damit besitzen wir die richtige Perspektive im Hinblick auf das, was sich in Herz und Kopf innerhalb unserer bewegt. Wir vermögen so, das Gemüt zu lenken, es zu verändern und als ein geläutertes, umgewandeltes Instrument einzusetzen, um den menschlichen Wesen eine Botschaft von Gottes Weisheit, Macht und Freude zu vermitteln und der Natur und den Attributen des Göttlichen in dieser Welt Ausdruck zu verleihen. Wir müssen Übermenschen werden, doch nicht in dem Sinne, wie Nietzsche ihn sich vorgestellt hat, als einen egoistischen Supermann mit einem aufgeblasenen, blasierten Verstand und all dessen negativen, intakten Eigenschaften, sondern ein Übermensch, wie der heilige Franziskus einer war. Er war ein wahrer Übermensch. Er sprach mit den Vögeln, mit Mond und Sonne und wurde eins mit der gesamten Schöpfung. Das menschliche Gemüt setzte ihm nicht mehr zu. Er wurde zu Liebe und Hingabe, zu göttlicher Weisheit, zu einer Persönlichkeit des Göttlichen, zu einem Mittelpunkt des Bewusstseins Gottes. Diese Art von Übermensch haben wir dringend nötig. Gott Menschen, welche die menschliche Natur transzendiert haben. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir Gnade. Brauchen wir die Hilfe eines höheren Wesens, von Gott oder der göttlichen Mutter. Denn das menschliche Gemüt ist gefährlich. Es verteidigt und rechtfertigt auf listige Art und Weise all seine niederen Gedanken und Taten. Das ist eines seiner vielen negativen Merkmale. Es mag sogar die heiligen Schriften zitieren, um damit seine Dummheiten zu rechtfertigen. Deshalb muss der Mensch dem Mentalen entkommen und seine Zuflucht nehmen im grenzenlosen Licht der ewigen göttlichen Mutter, um das Ziel der Einheit mit Gott zu erreichen. Dieses Einssein ist das Ziel aller spirituellen Bemühungen, aller religiösen Aktivitäten. Christus hatte dieses Ziel erreicht, und deshalb sprach er: Ich und der Vater sind eins. Alle Mystiker und Heiligen hatten und haben dieses Ziel, eins zu werden mit dem Vater, mit Gott, mit der unendlichen Güte, der unendlichen Liebe, dem unendlichen Frieden, der unendlichen Reinheit und Vollkommenheit. Was ist die Ursache der Todesangst? Es ist das Gemüt. Es ist das Gemüt, das all unsere Probleme und Sorgen verursacht. Wenn das Gemüt dann nicht mehr herrscht, existieren Angst, Eifersucht, Neid und Hass nicht länger.
Wir werden dann unsterblich sein und werden bewusst eins mit dem todlosen, allvollkommenen Bewusstsein des Göttlichen. Wie im Tiefschlafzustand ist das Bewusstsein der äußeren Welt verschwunden. Der Mensch ist durch und durch Gemüt und nichts weiter. Er ist ein Gebilde seiner Träume, Gedanken, Gefühle und Wünsche, seiner Triebe, Instinkte, Motive und hat seine eigene Werteskala, die aus täuschenden, irreführenden Werten besteht, Werten, die sich alsbald als bloße Asche erweisen. Das Gemüt trägt in sich selbst Gewohnheiten, die sich vor langer Zeit verfestigt haben und fast unmöglich aufzulösen sind. Deshalb müssen wir die göttliche Mutter aber millionenmal anrufen, damit sich die unzähligen negativen und tief verwurzelten Kräfte und Gewohnheiten unseres Gemüts auflösen. Es muss uns zur Gewohnheit werden, ständig das Mantra zu wiederholen und uns in unserem Bewusstsein fest an die göttliche Mutter zu klammern. Selbst dann, wenn wir allen menschlichen Beziehungen und aller menschlichen Liebe entsagt haben, lieben wir dennoch alle und alles mit einer höheren Liebe. In unserem Gebet überantworten wir ständig alle diese Menschen der Hand der göttlichen Fürsorge. Die göttliche Mutter von der Gestalt Krishnas. Die göttliche Mutter und Lord Krishna sind ein und dasselbe. Govinda ist ein Name von Krishna. Om Govinda Rupinyai Namaha. Preis sei ihr, welche die Form von Govinda, von Krishna annahm. Jegliche Art von Schönheit in der Schöpfung vergeht, verwelkt gleich der schönen Blume, doch diese Schönheit von Krishna besteht in alle Ewigkeit. Meditation über die Namen der göttlichen Mutter. Was hat es mit den Namen der göttlichen Mutter auf sich? Sie ist ohne Namen, sie ist zeitlos, sie ist unendliche Schönheit. Die großen Weisen und Mystiker, welche bewusst die göttliche Mutter als höchstes Bewusstsein erfahren haben, haben sie als Licht realisiert. Ein solches Licht wird Devi genannt. In dem Moment, in dem wir Devi sagen, steht das unendliche Licht vor uns und nimmt die Gestalt der göttlichen Mutter an. Es gibt tausende von Namen für die göttliche Mutter. Jeder Name beschreibt sie, ist ein Teil ihres Wesens. Die Wiederholung der Namen der göttlichen Mutter erleuchtet einen Menschen in höchstem Maße. Was ist Sanatani? Sanatani bedeutet die Ewige. Die göttliche Mutter ist die Ewige. Sie war, sie ist und wird immer sein. Bevor die Schöpfung ins Dasein trat, war sie. Und nachdem die Schöpfung aufgelöst ist, ist sie immer noch. Sie ist ewig, sie ist alldurchdringend. Sarvanga Sundari, sie ist höchst schön. Sie ist die Quelle aller Genialität. Sie ist die Seele aller Wesen und wohnt in den Herzen aller Wesen als das Bild Gottes. Sie ist das Leben des Lebens in jedem. Sie ist die Intelligenz der Intelligenz in jedem. Sie ist unendliche Vollkommenheit. Sie weiß alles. Sie ist allwissend, sie ist Sarvajna, sie ist absolute Erkenntnis. Durch beständige Meditation über die Namen der göttlichen Mutter erlangt der Gottliebende höchste Erleuchtung, wird furchtlos und alle Probleme lösen sich auf. Der Gottliebende wiederholt so ihre Namen und sinkt in eine tiefe Verschmelzung mit dem Göttlichen. Nachsinnen über die Bedeutung der Worte und Namen der göttlichen Mutter bewirkt in ihm eine hohe Stufe von Erleuchtung. Stets erklingen diese Namen des Göttlichen in seinen Ohren und mischen sich unter seine Gedanken, existieren in der Welt seiner Gefühle, in seinem Herzen. Sie durchdringen, lenken und leiten sein Leben. Sie ist Sanatani, die Ewige, die Unsterbliche, die Immergegenwärtige. Sie ist das ewige Jetzt. Sie ist immer das Jetzt. Zeitlose Vergangenheit dauert nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde in ihrem Sein. Sie ist das ewige Jetzt. Sie ist Sarvanta Yamini,
Sie ist die Seele aller Wesen. Nach ihrem Bilde wird alles geformt und geschaffen. Sie ist Sarvatmika. Sie ist die wirklich Handelnde. Sie ist Sarvasakshini, stets Zeuge aller Dinge, ewiger Zeuge. Namen der göttlichen Mutter Shri Lalita. Sie ist Kalyani, sie ist glückverheißend. Was ist die Natur Gottes? Schaut, die Natur Gottes besteht darin, stets Gutes zu tun, Liebe über die gesamte Menschheit auszugießen, sich um das Wohlergehen der Menschheit zu kümmern. All das ist in dem Wort Kalyani enthalten. Wenn jemand fragt, was ist das Göttliche, musst du in der Lage sein zu sagen, sie ist Kalyani. Kamaniya, sie ist begehrenswert. Warum ist Gott begehrenswert? Weil er unendliche Schönheit, unendlicher Reichtum, unendliche Weisheit, unendliches Licht, das Leben unseres Lebens ist. Du verlangst nach Gott. Du wünschst dir, was absolute Schönheit, absoluter Reichtum, absolute Stille, Frieden, Freiheit und dergleichen ist. Kalavati, sie ist strahlend. Kala, Gottes unendliche Schönheit und mächtige Strahlkraft, ist unbeschreiblich. Kala umfasst jegliche Art von Schönheit, jegliche Art von Harmonie. Harmonie findet man innerhalb von Musik, im Tanz, in Gedichten, im Leben, im Ausdruck von Liebe, in Güte und Charakter. In all dem weilt Kala. In allen Künsten und Wissenschaften wohnt die mächtige Strahlkraft der göttlichen Mutter. Somit bedeutet Kalavati den Besitzer, den Mittelpunkt und die Quelle aller Schönheiten, aller Künste, aller Harmonie, aller Musik und dergleichen. Kamalakshi, sie besitzt Augen wie der Lotus. Kamala ist der Lotus, Akshi ist das Auge. Kamalakshi, warum? Der Lotus ist die Königin aller Blumen. Die göttliche Mutter hat Lotusaugen, göttliche Augen. Ihre Augen sind Augen, die immer segensreich sind, Augen, die immer beschützen, Augen, die alles erblühen lassen. Kalmasa Agni, sie vernichtet Sünden. Angenommen, ihr schlaft und seid eins geworden mit der Stille des Schlafzustandes. Was passiert dann mit euch? Ihr seid ohne Sünde, keine schlechten Gedanken, keine üblen Handlungen, keine schlechten Gefühle existieren. In dem Moment, wo Gedanken, Gefühle und Handlungen, falsche Handlungen, schlechte Handlungen, üble Handlungen einsetzen, herrscht Sünde. Was geschieht mit euch, wenn ihr die göttliche Mutter nicht innerhalb des Schlafzustands, sondern im Wachzustand erfahrt? Auf einmal vernichtet sie all eure Sünden. Kalmasa Agni, Kalmasa bedeutet jede hässliche Form unseres Gemüts, alle falschen Vorstellungen, alle Illusionen, Täuschungen, Halluzinationen. Sie alle sind Kalmasas. Sie verkörpert das Feuer, das die Kalmasas zerstört. Karunamrita Sagara. Sie ist der Ozean, der aus dem Nektar des Erbarmens besteht. Karuna bedeutet unendliches Erbarmen. Amrita heißt Nektar, Honig. Sagara bedeutet Ozean. Sie ist ein Ozean an Erbarmen, ein Meer von Nektar. Erbarmen, grenzenlose Liebe, ist immer Honig, ist immer wohlschmeckend. Nimmst du zu viel von diesem anderen Honig zu dir, bekommst du Zahnweh und alle Zähne sind dahin. Zu viel Süßigkeiten und ihr bekommt auch noch Diabetes und hohen Blutdruck. So viele Probleme gehen damit einher, wenn ihr diesen Sinneshonig zu euch nehmt. Kadamba Kanana Vasa. Sie lebt in einem Wald von Kadamba-Blüten. Es ist ein ganz besonderer Wald, ein Wald von endloser Erkenntnis, Weisheit und Schönheit. Kalidosha Hara. Sie beseitigt die Sünden des Kali-Yuga.
Kali ist dieses Zeitalter. Schaut, immer schon gab es verschiedene Zeitalter. Wie war die Welt, die Menschheit vor 1 Million Jahren beschaffen? Vor 1 Million Jahren waren die Atmosphäre, waren die psychischen, psychologischen, die moralischen Umweltbedingungen, das Milieu von der Art, das Gott unmittelbar vor Augen tat, wenn man den Namen des Göttlichen dreimal wiederholte. Dieses Zeitalter ist ein schlechtes Zeitalter. Wie man sieht, existiert überall eine der Sünde verfallene Menschheit, welche ohne Unterlass Vergnügen nachjagt, die voll von Falschheit ist. Überall herrscht Krankheit, viel Lärm. Wird uns jedoch göttliche Gnade einmal zuteil, berühren uns der Druck, die Eigenschaften und die Energien dieses Zeitalters, in welchem wir leben, nicht, sobald wir den Namen der göttlichen Mutter wiederholen. Sie beschützt uns vor den schlechten und negativen Wirkungen unseres Zeitalters. Karmadi Sakshini, sie ist der Zeuge aller Handlungen. Sie wohnt in jeder Person, sie ist in jeder Person anwesend. Du siehst deine Gedanken, nicht wahr? Einer jedoch existiert im Hintergrund deiner Fähigkeit zu sehen. Und dieser eine ist die göttliche Mutter. Sie wohnt in dir als das wahrnehmende Bewusstsein. Dieses wahrnehmende Bewusstsein nimmt alles wahr, was du denkst, alles, was du fühlst, alles, was du tust. Wo gibt es den Zeugen deines Lebens, deiner Einatmung, Ausatmung, im Zustand des Tiefschlafs? Kein Gemüt, keine Intelligenz, kein Bewusstsein existiert dort für dich. Und dennoch gibt es einen Zeugen deines Lebens. Und dennoch lebst du. Wer ist der Zeuge? Die göttliche Mutter in dir ist der Zeuge deines Zustandes im Tiefschlaf. Sie ist der Zeuge all dessen, was in dir und außerhalb deiner selbst geschieht. Karmadi Sakshini, sie ist der Zeuge aller Taten, aller Handlungen. Sakshin heißt Zeuge. Führe nicht ein Gespräch mit deinem Verstand und deinem Herzen fort, sondern mit der göttlichen Mutter, die in deinem Herzen wohnt. Wenn eine Person unser Zeuge ist, in uns sitzt, im Raum, wer ist der Zeuge jenes Raums? Nicht du bist es, sondern jemand innerhalb der Seele des Raums ist Zeuge von allem. Du vermagst es nicht zu sehen, was im Raum jenseits der Galaxien geschieht. Von hier aus vermagst du es nicht zu sehen. Die göttliche Mutter jedoch ist dort, hier, überall, in allen Galaxien anwesend. Sie ist der Zeuge all dessen, was im gesamten Raum geschieht. Sie ist Sarva Sakshini, Zeugin von allem, die jegliche Handlung, alles beobachtet. Heute herrscht eine Sonnenfinsternis. Die göttliche Mutter weiß es bereits, bevor es stattfindet. Sie wusste um diese Finsternis bereits vor 10 Millionen Jahren. Karma Phala Prada. Sie gewährt die Früchte der Handlungen. Phala heißt Resultat, Früchte. Die göttliche Mutter schenkt dir die Ergebnisse deines Karma, deiner Handlungen, weil sie die allumfassende Herrscherin ist. Ekara Rupa. Sie hat die Form der Silbe E. E ist eine mystische Silbe. Eine mystische Silbe ist eins mit dem Herzen, der Kraft, dem Bewusstsein, dem Licht Gottes. Ekakshari, sie ist das unvergänglich Eine. Sie ist Ekakshari, sie ist Om. Ekagra Chitta Niryata, man meditiert über sie mit einspitzigem Geist. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn wir hier sitzen, ist unser Gemüt ruhig und auf die göttliche Mutter konzentriert. Wir haben keinerlei andere Gedanken. Wir meditieren ausschließlich und konzentriert über die Natur der göttlichen Mutter. Ekagra Chitta ist einhellige Ausrichtung. Wir haben einen einspitzigen Geist, einen konzentrierten Geist. Erlaube dir keine Zerstreuung. Du hast deine Kraft der Konzentration zu entwickeln. Ekaboga, sie hat die Erfahrung des Einen. Boga bedeutet Freude.
Im Sanskrit wird Nahrung Bhoga genannt. Vergnügen wird Bhoga genannt. Eka Bhogayai Nama bedeutet, dass sie, die göttliche Mutter, nur eine einzige Freude kennt. Menschliche Wesen kennen eine Menge Vergnügen. Doch jedes Vergnügen führt zu einem Problem, führt zu Krankheit, Scheidung, Totschlag, Raub und dergleichen. Die meisten menschlichen Vergnügungen sind schädlich, zerstörerisch, führen zum Tod. Ein Weiser, ein Heiliger und die göttliche Mutter selbst kennen nur eine Freude. Was besitzt du im Tiefschlafzustand? Alle Vergnügungen fallen im Zustand des Tiefschlafs von dir ab. Du besitzt nur eine Freude. Und welche Freude ist das? Es ist die Freude des Tiefschlafzustands. Die göttliche Mutter erfreut sich immer der unendlichen göttlichen Freude. Ihre Freude ist unendlich, vollkommen. Eka Bhogayai Namah. Was tun die Sannyasins? Sie suchen nach Eka Bhoga, dem einen Vergnügen, nicht vielen Vergnügungen. Eka Rasa. Ihre Freude ist einzigartig. Eka heißt eine. Rasa heißt auch Quintessenz. Eka Rasa, dieses grenzenlosen göttlichen Bewusstseins, erfreut sie sich. Wo zwei Dinge existieren, da entstehen Probleme, Konflikte, Neigungen, Abneigungen. Ek Aishwarya Pradayini. Sie verleiht die Macht der Einheit mit Brahman. Aishwarya bedeutet endlose Eigenschaften jeglicher Art. Licht, Schönheit, Wohlstand. All das ist Aishwarya und all das gehört zu Gott. Ekanta Pujita. Sie wird als die einzige Wirklichkeit im Herzen verehrt. Wenn du mit Gott verkehrst, musst du allein sein. Auch im Tempel, wo sich 200 Leute aufhalten, vergiss einfach all diese Leute. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen. Dann hast du den Anblick dieser 200 Leute ausgeblendet und hast jetzt die Voraussetzung für die Konzentration auf die göttliche Mutter erfüllt. Beim Beten musst du für dich allein sein. Was bedeutet das? Alleinsein bedeutet nicht, dich von all den Leuten zu entfernen, irgendwo zu sitzen und allein zu beten. Das ist damit nicht gemeint. Man kann allein im Wald sein und dennoch all seine Probleme mit sich herumtragen. Und während du dort weilst, weinst du, lachst du, spielst du und dergleichen. Du trägst dein Denken überall mit dir herum. Alleinsein bedeutet, dass du die vielen Dinge in deinem Kopf und in deinem Herzen außer Acht lassen musst. Denke in Ruhe allein über die eine Sache nach, über die Gegenwart der göttlichen Mutter, über ihre Natur. Verweile von Angesicht zu Angesicht mit ihr. Ein großer griechischer Mystiker, Plotin, hat dargelegt, was Gottes Erfahrung bedeutet. Es ist eine Reise vom All-Einen zum All-Einen. Was ist das All-Eine, das Eine? Das eine ist die göttliche Seele in uns, die eins wird mit der göttlichen Seele in Gott. Das eine in uns wird eins mit dem einen überall, dem unendlichen einen. Ekanta Pujitayai Namaha. Wenn du Puja, Meditation und dergleichen spirituelle Praktiken ausübst, musst du allein sein. Vergiss deine Sorgen, dein Argumentieren mit deinem Bruder. Vergiss alles und konzentriere dich dann auf die göttliche Mutter. O göttliche Mutter, segne mich, führe mich. Du bist das Licht in meiner Intelligenz. Du bist die Liebe in meinem Herzen. Du bist die Seele meiner Seele. Führe mich. Eda Mana Prabha. Ihre leuchtende Ausstrahlung übertrifft alles. Wenn plötzlich Millionen Sonnen gleichzeitig aufgehen, wie strahlend hell ist das? Von einer derartigen Helligkeit ist der Körper der göttlichen Mutter erfüllt. So strahlend hell ist das Antlitz der göttlichen Mutter. So strahlend hell ist die Seele der göttlichen Mutter. Ejat Aneka Jagat Ishwari. Sie regiert über zahllose, pulsierende Welten.
Es gibt nicht nur das physische, astronomisch erfassbare Universum, sondern es gibt unsichtbare Universen. Menschen sterben und ihre Seelen gehen in eine andere Welt, eine spirituelle Welt. Diese spirituelle Welt unterscheidet sich von unserer physischen Welt. Die spirituelle Welt hat ihren eigenen Zeitraumzyklus und dergleichen. Die göttliche Mutter jedoch herrscht über die spirituellen Welten und die physischen Welten. Es existieren psychische und andere Universen. Sie ist die Herrscherin und regiert all die endlosen, unvorstellbaren Welten. Man kann sich nicht vorstellen, wie riesig dieses Licht und Bewusstsein der göttlichen Mutter ist, das all diese pulsierenden Universen und Welten trägt. Jede einzelne dieser Welten ist größer als unser Universum. Eka Viradi Samsevia. Sie wird besonders von außergewöhnlichen Helden verehrt. Ständige Selbstprüfung. Warum sind diese Gedanken von der Art? Warum kommen diese Gefühle in mir auf? Wie vermag ich diese Gefühle und diese Gedanken unter Kontrolle zu halten? Wie vermag ich die Kraft meiner Intelligenz zu steigern, die Kraft meines Denkens, meines Willens? Es gibt kein menschliches Wesen ohne Furcht. Die Seele hingegen stirbt nicht. Feuer vermag sie nicht zu berühren, auch wenn der Körper altert, hässlich wird und schließlich abgelegt wird. Derartige Helden, wahre Helden, verehren die göttliche Mutter. Ishanadi Brahma Mayi. Sie ist die Seele von Gottheiten wie Ishana und anderen. Ishana ist Lord Shiva. Ishanadi heißt Lord Shiva und andere Götter. Die göttliche Mutter ist die Seele von Lord Shiva und allen anderen Göttern. Sie ist so groß. Sie ist das funkelnde Licht in Shiva, Vishnu, Brahma und anderen Göttern. Das ist die Bedeutung. Sie ist strahlende Macht und allgegenwärtiges Bewusstsein. Sie ist der unbeteiligte Zeuge. Dermaßen viele Anteile existieren in eurem Bewusstsein. Ein Teil beobachtet, was in einem anderen Teil eures Bewusstseins geschieht. Dieser beobachtende Teil ist niemals ein Teilnehmer, der in eure Handlungen, eure Gedanken, eure Gefühle involviert ist. Sie bleibt unberührt. Ihr weint, sie sieht, dass ihr weint. Ihr lacht, sie sieht, dass ihr lacht. Sie selbst hingegen lacht nicht, weint nicht. Sie ist unendliche Freude. Weshalb sollte sie lachen? Sie weint nicht, sie lacht nicht, weil sie absolute Heiterkeit, absolute Freude ist. Bittet euch der Ozean um ein Glas Wasser? Der Ozean ist selbst Wasser. Bittet euch dann die göttliche Mutter um einen Gefallen? Niemals. Sie hat an eurer Güte, eurer Schlechtigkeit keinen Anteil. Stets beobachtet sie. Wenn ihr andererseits die göttliche Mutter liebt, zieht sie euch aus allem heraus, über alles Gute und Böse hinaus. Sie erfüllt euer Herz mit beständiger, ewiger Güte, völlig losgelöster Güte, ewiger Liebe. Ishvara Vallabha, sie hat die höchste Gottheit zum Gemahl. Ihr habt grenzenlose Stille zu eurem Gefährten. Was heißt das? Im Tiefschlafzustand werdet ihr eins mit grenzenloser Stille und grenzenlosem Frieden. Das ist euer Gefährte. Ihr könnt die Stille, derer ihr euch erfreut, als Gattin oder Mutter bezeichnen, einerlei, wie ihr das bezeichnet. Gemahlin bedeutet, was euch immer zur Seite steht, in alle Ewigkeit. Ishvara Danga Sharira. Ihre Gestalt besteht zur Hälfte aus dem Körper der höchsten Gottheit, Shiva. Was heißt das? Eine Hälfte der göttlichen Mutter ist Shiva. Eine Hälfte ist weiblich, von weiblicher Gestalt, und der andere Teil ist von männlicher Gestalt. Gott umfasst in sich endlose Liebe und endlose Macht, endloses Licht und endlose Strahlkraft. Die Ehefrau der Sonne ist die Strahlkraft. Die Sonne selbst ist Feuer. Strahlkraft und Feuer gehen immer zusammen.
Die Frau der Sonne ist die Strahlung und die Sonne ihrerseits ist das Feuer. Beide gehören zusammen. Niemand vermag sie voneinander zu trennen. Die göttliche Mutter und Gott, niemals kann man sie trennen. Man kann niemals den Sannyasin und Gott voneinander trennen. Wenn du Krishna und Radha zusammen siehst, solltest du keinen falschen Vorstellungen nachhängen. Krishna ist das Feuer des Bewusstseins und Radha ist die Strahlkraft des Feuers. Krishna ist die Existenz und Radha ist das Bewusstsein. Manchmal sieht man die göttliche Mutter auf dem Leichnam von Shiva tanzen. Habt ihr je ein Bild von Kali gesehen? Was ist dessen Bedeutung? Warum tanzt eine Frau auf dem Körper ihres Gemahls? Es ist lediglich ein Symbol, keine reale Tatsache. Shiva ist ein Leichnam und allein die göttliche Mutter ist das Bewusstsein, die Intelligenz, die Weisheit, das gesamte Spiel des Universums. Shiva ist also unsere Existenz. Was geschieht, wenn man im Schlafzustand weilt? Man ist nicht tot, man ist Existenz, man ist Leben. Man ist nicht tot, während man schläft. Man ist Existenz, man lebt. Was also geschieht, wenn du schläfst? Du bist wie ein Leichnam, allerdings nicht tot. Dieses Leben, diese Existenz heißt Shiva. Diese Existenz in dir, dieses Leben in dir, das andauert, selbst wenn dein Körper wie ein Leichnam daliegt, das ist Shiva. Aus dem Schlafzustand taucht das Traumbewusstsein auf. Dieses Bewusstsein, das Welten von Erfahrungen hervorbringt und entfaltet, das ist die göttliche Mutter im Tanz. Wenn nun dein Körper als Leichnam zu träumen anfängt, läuft die Aktivität des Bewusstseins weiter. Ich kann sagen, Bewusstsein tanzt auf deinem Leichnam. Tanzt auf deinem Körper und über deinem Körper. Dieses Bewusstsein tanzt. Wenn es tanzt, entfaltet es Welten. Es vermag Welten zu erhalten. Dieses Bewusstsein vermag die Welten auch in sich zurückzunehmen, die Welten aufzulösen. All dies geschieht im Traum. Dein Bewusstsein ist also die göttliche Mutter. Dein Leben ist Shiva. Man kann Leben nicht von Bewusstsein und Bewusstsein nicht von Leben trennen. Man vermag die göttliche Mutter nicht von Gott zu trennen. Gott oder Shiva liegt nur da als Leben, als Existenz, allerdings ohne Freude und Schönheit. Sobald dann die göttliche Mutter ins Spiel kommt, nimmt Gott plötzlich Schönheit und Bewusstsein an und vollbringt wundervolle, fantastische Dinge. Alle Mächte, alle Kräfte, alle Erkenntnis sind ihm zu eigen, sobald die göttliche Mutter auf seinem Körper zu tanzen beginnt. Ishvara Preranakari. Sie ist die motivierende Kraft Gottes. Nur wenn Bewusstsein aktiv in dir ist, beginnst du zu arbeiten, zu denken, zu fühlen, Kunst zu schaffen, Gemälde, all das zu schöpfen. Alle schöpferischen Fähigkeiten treten in Funktion und beginnen durch das Bewusstsein zu wirken. Ishvarotsanga Nilaya. Sie sitzt auf dem Schoß des Herrn. Das bedeutet, sie ist untrennbar. Sie verweilt immer mit Ishvara. Sie ist untrennbar vom Herrn. Nimm Shiva irgendwohin an einen Ort und du nimmst gleichzeitig die göttliche Mutter mit ihm. Nimmst du die Sonne irgendwohin, so nimmst du gleichzeitig die Strahlung der Sonne mit. Iha Virahita. Sie hat keinerlei Wünsche. Wo Vollkommenheit waltet, hat man keine Wünsche. Hast du Wünsche im Tiefschlafzustand? Nein. Warum? Dem ist so, weil du dich vollkommener Stille, vollkommener Freude im Schlafzustand erfreust. Keine Wünsche, kein Verlangen kommen darin auf. Keine Jagd nach unerreichbaren Dingen, keine Frustrationen, keine Depressionen, keine Unstimmigkeiten, keine Missklänge, keine falschen Handlungen. Lalita, sie ist Lalita. Lalita ist das Höchste an Schönheit, die absolute Schönheit. Haryaksha Vahana, ihr Reittier ist ein Löwe. Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass die göttliche Mutter die Königin aller Königinnen ist. Der Löwe ist ein Symbol der Königswürde. Hatyadi Papa Samani. Sie zerstört die Sünden. Alle Sünden werden beseitigt. Sie liebt dich als das einzige Kind ihres Herzens. Kala Hantri. Sie löscht die Zeit aus. Wenn du in den Tiefschlafzustand sinkst, gibt es keine Zeit. Durch diese Auslöschung der Zeit, was hast du dadurch gewonnen? Du hast eine fantastische, von allem unabhängige Stille, Frieden und Freude erlangt. Die Zeit bringt die ganze Lebensgeschichte wieder ins Spiel. Wenn jedoch die Zeit ausgelöscht ist, sind alle Sünden, alle Sorgen nichtig, alle Grenzen sind überschritten. Kacha Jitam Buddha. Ihr Haar ist schwärzer als die Regenwolke. Das sind Beschreibungen des Unbeschreiblichen. Wenn du damit anfängst, die unbeschreibliche Schönheit der göttlichen Mutter zu beschreiben, dann fängst du zu fantasieren an. Mit Hilfe der Fantasie versuchst du, die unbeschreibliche Schönheit zu beschreiben. So nehmen wir denn diese Symbole von überall her, um zu beschreiben, was unmöglich zu beschreiben ist. Man kann sagen, dass sie so schön wie eine Lotusblume ist. Sie ist eine ewige Lotusblume. Keine Veränderung zeichnet sich in den Blütenblättern ab, die in alle Ewigkeit dieselbe absolute Vollkommenheit verkörpern. Schönheit bedeutet Licht hier. Ohne Licht und Leben keine Kunst, keine Sprache, kein Gedanke, kein Genius, kein Lach. Die göttliche Mutter Tripura Sundari. Gott als die unendliche Glückseligkeit, als die unendliche göttliche Schönheit. Welche Bewusstsein, welche Macht ist, welche war, ist und immer dieselbe sein wird. Die unberührt bleibt von der Zerstörung der Welt. Das ist Tripura Sundari. Hinter der unendlichen Schönheit existiert unendliches Leben. Nur Leben kann Schönheit hervorbringen und manifestieren. Wenn diese höchste Gottheit unendliche Schönheit ist, dann bedeutet dies, dass darin unendliches Leben waltet. Leben ist der Träger von Bewusstsein. Es ist von Bewusstsein erschaffen und ist ein Ausdruck von Bewusstsein. Diese unendliche Gottheit von unendlicher Schönheit hat hinter sich unendliches Leben und unendliches Bewusstsein. Gott ist in allem und dennoch mehr als alles. Freude ist Tripura Sundari, Gott. Diese Freude gründet in Gott. In allem Atem, in allem Leben ist die Gottheit gegenwärtig. Sie vertritt allerdings nicht bloß Leben, sie ist mehr als das Leben. In allem ist sie jedoch präsent. Gott hat hunderte von Formen angenommen, besitzt hunderte von Energien. Diese Energien gehören Gott, sie kommen von Gott, sie erhalten alles, die gesamte Schöpfung. Gott ist in ihnen, doch ist er mehr als all das. Tripura Sundari ist Gott als unendliches und höchstes Glück. Das 16-silbige Mantra, das Shodasakshari Mantra. Dieses Shodasakshari Mantra aus 16 Silben ist ein hochphilosophisches Mantra. Es enthält die Gesamtheit der Wirklichkeit und deren Manifestation. Es berührt jeden Aspekt der höchsten Wirklichkeit und der kosmischen Manifestation. Dieses Mantra ist das zentrale und höchste Mantra. Die anderen kürzeren Silbenmantras sind von diesem Mantra abgeleitet. Sie sind Kinder dieses zentralen Mantras, auch wenn sie als Verwandte des höchsten Mantras große Macht haben. Die kürzeren Bija-Mantras sind für besondere Ziele geeignet. Sie üben eine direkte und machtvolle Wirkung aus, auch wenn der Begriff direkt in diesem Zusammenhang Einschränkungen und Bedingungen unterworfen ist. In den mystischen Silben Om, Aim, Rim, Klim finden sich drei Aspekte: unendliche Intelligenz, Verständnis, Vorstellungskraft. Aim wird helfen, dies zu erreichen. Mit Rim kann man Willens- und Tatkraft entwickeln.
Mit Klim kann man Schönheit, Wohlstand, Reichtum erlangen. All diese Mantras vermitteln keine Teilspiritualität. Volle Spiritualität bedeutet, dass die Erde weder ausgeschlossen noch abgeschnitten wird. Menschliches Leben wird nicht verneint, sondern erfüllt, bereichert und vergöttlicht. Wir praktizieren hier nicht eine einseitige Heiligkeit, wie man ihr oft in der Geschichte von den Heiligen dieser Welt begegnet. Wir schließen sowohl den Himmel wie auch die Erde mit ein. All diese Mantras beziehen sich auf den Himmel und die Erde. Man empfängt alles von der Erde und alles vom Himmel. Himmel und Erde werden dir gleichermaßen zuteil. Dies hier ist ein vollkommener Pfad, ein integraler Pfad. Du kannst alles besitzen, doch musst du es vergöttlichen. Das Mantra negiert nicht das Leben, sondern erfüllt es. Es unterstützt das Leben in einer Weise, wie es ein weltlicher Mensch nicht zu erreichen vermag. Wenn du dieses Mantra wiederholst, bist du in Kontakt mit Maria, mit Jesus, mit Gott, Vater und der transzendentalen Wirklichkeit. Damit transzendierst du alle Götter. Dieses Mantra hat 16 Merkmale, die den 16 Silben entsprechen. Jedes einzelne dieser Attribute kann man in Millionen von Merkmalen aufteilen. Wiederhole einfach das Mantra und das Göttliche hat es dann zu verwirklichen. Durch bloße Mantra-Wiederholung näherst du dich dem Göttlichen. Dieser Vorgang wird sich verstärken, an Kraft zunehmen, wenn er von deiner Hingabe und der Liebe deines Herzens begleitet wird. Eine Stufe wird kommen, wo du erkennen wirst, dass du das Göttliche mehr als alles andere liebst. Wir können die Erfahrung des Zeitlosen haben, innerlich der Unsterblichkeit bewusst sein und dennoch in der Welt leben, ohne sie als ein Nichts abzutun. Diese Mantras, die wir haben, bringen eine integrale Entwicklung der Persönlichkeit zuwege. Sie schenken Gesundheit, Frieden, Stabilität, Gleichgewicht, Beständigkeit. Nityananda Nivasini. Sie lebt in den Herzen derer, die reinen Herzens sind, mit all ihrem Entzücken, mit all ihrer Freude. Wer ist sie? Es ist die göttliche Mutter, die ohne jeden Makel ist. Nirmala. Mala bedeutet Makel, Unreinheit. Nirmala bedeutet ohne Makel. Sie ist Ananda, Freude und Glück. Ananda ist eine Freude, die wir nicht mittels unserer körperlichen Organe erfahren können, sondern eine Freude, die wir selbst sind. Es ist Nityananda, ewige Freude. Nitya bedeutet ewig, dauerhafte, beständige Freude. Die Freude der göttlichen Mutter, von Gott in uns. Nityananda Nivasini. Nivasini ist die eine, die in etwas lebt. Wo lebt die göttliche Mutter? Sie lebt in Nityananda, in der ewigen Freude und Seligkeit. Deshalb ist sie Nityananda Nivasini. Sie ist die eine, die in der ewigen Freude lebt. Ihre Freude bringt sich in ihrem Spiel zum Ausdruck. Worin findet ihr Spiel statt? Es findet statt in der ewigen Freude, in der absoluten Seligkeit. Shiva existiert immer, die absolute Existenz, das Sein. Und die Erkenntnis dieses Seins, Meenakshi, Mahadevi, die göttliche Mutter, die göttliche Shakti oder Macht, das göttliche Bewusstsein. Alle Dinge haben etwas gemeinsam. Dieses Sein, die Tatsache ihrer Existenz. Dieses Sein oder diese Existenz jedoch ist ohne Bewusstsein. Es ist das Bewusstsein, welches sagt, ich bin. Ich existiere. Im Tiefschlaf vergesse ich meiner. Erwache ich plötzlich, so frage ich mich, wo bin ich? Was bin ich? Was ist geschehen? Das Bewusstsein, Meenakshi, sagt, du bist hier, du bist Shiva, du bist nicht gestorben, du hast geschlafen, jetzt bist du wach und du bist hier. Meenakshi hat eine Funktion. Sie wird Shivas Guru, weil Shiva durch sie das Bewusstsein erlangt, dass er Shiva ist. Er weiß es durch Bewusstsein. Und Meenakshi ist Bewusstsein.
Dieses Bewusstsein und dieses Sein lassen sich nicht trennen. Bewusstsein und Sein sind immer verbunden, immer eines. Meenakshi ist der Guru aller Gurus. Sie verkörpert selbst alle Gurus, da sie in allen Gurus wohnt und durch alle Gurus handelt. Der sichtbare, inkarnierte Guru, von dem du annimmst, dass er es sei, der alles vollbringt. Er ist nur ihr Instrument und sie ist es in der Tat, die alles vollbringt und erfüllt. Sie weilt immer beim Guru, Tag und Nacht. In der Weise wirkt sie in der Welt.